Moin, willkommen bei Lecker unterwegs. Wir sind endlich mal wieder draußen auf dem Flugplatz, bevor morgen das Wetter wieder richtig schlecht wird. Es gibt heute leckere Fajitas von der Grittelplatte. Viel Spaß beim Video und bis bald. Für die Fajitas brauchen wir 6 Tortillafladen, 400 Gramm Steak, 400 Gramm Hähnchenbrustfilet, 3 Paprika, 3 Chili, 3 Zwiebeln, 2 Becher Joghurt, 1 Becher Creme Fraiche, 3 Limetten und ein halbes Bund Petersilie. Zuerst müssen die Paprika und Zwiebeln grob, die Chili fein gewürfelt und die Petersilie gehackt werden. Dann schneiden wir das Fleisch in dünne und mundgerechte Scheiben und entfernen bei Bedarf etwas von dem Fett. Das Fleisch wird dann ordentlich mit Tex-Mex-Gewürz eingerieben. Wir haben hierfür Texas Chicken verwendet, weil wir das noch hatten. Für die Soße werden 2 Becher Joghurt und 1 Becher Creme Fraiche vermischt. Dazu kommt der Saft einer Limette, Pfeffer, Salz und ein Großteil der gehackten Petersilie. Nun braten wir das Gemüse an. Wie man vielleicht sehen kann, haben wir kaum von der Chili verwendet, weil die für unseren Geschmack deutlich zu scharf war. Ist das Gemüse fertig, kommt es erstmal beiseite und das Fleisch wird angebraten. Wir haben an dieser Stelle noch einmal ordentlich nachgewürzt.
Die Limetten werden halbiert und kommen noch für einen Moment auf die Grillplatte, bevor sie über Gemüse und Fleisch ausgepresst werden. Jetzt können auch schon die Tortillafladen auf der Grillplatte erhitzt und dann belegt werden. Wie immer findet ihr das Rezept mit Mengenangaben in der Videobeschreibung. Bitte lasst uns doch ein Like da und schreibt uns einen Kommentar. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, wir versuchen jede Woche am Sonntag ein neues Rezept hochzuladen. Ihr könnt uns unter dem Video kostenlos abonnieren. Wenn die Glocke aktiviert ist, werdet ihr von YouTube benachrichtigt, sobald ein neues Video von uns da ist. Viel Spaß beim Nachkochen und bis bald!